Gut, dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag mit dem Titel DuckDB Geodaten mit DuckDB verarbeiten. Bevor es ins eigentliche Thema geht, kurz zu mir. Mein Name ist Jakob Miksch. Ich bin Softwareentwickler bei der Firma Citycom. Wir machen Telekommunikationsdienstleistungen, also unter anderem 5G-Ausbau, Cloud-Infrastruktur und in dem Feld, wo ich unterwegs bin, ist Glasfaserausbau. Und machen auch ganz viel mit Geo. Der Vortrag heute allerdings, das habe ich jetzt mir privat auf mal angeschaut, weil das wirklich ein ganz neues Thema ist, das jetzt gerade in der Data Science Welt mehr und mehr Fahrt aufnimmt. Und ich habe mir auf mal angeguckt, was das für die Geo-Welt so bereithält und wollte euch meine ersten Erkenntnisse einfach heute mal mitteilen. Kurzer Überblick über die Themen. Erstmal gibt es einen groben Überblick, was DuckDB denn ist. Dann stelle ich, vergleiche ich es mal mit anderen Datenbanken, die es sonst so gibt, beziehungsweise anderen Werkzeugen aus dem GIS-Bereich, die ähnliche Funktionen haben. Als nächstes kommt dann die Datenabfrage, dann Input und Export von Daten, dann schauen wir uns die räumliche Erweiterung an, noch ein kleines Beispiel und zum Schluss weise ich nochmal auf ein QGIS-Plugin hin, das es dazu schon gibt. Dann DuckDB ist sehr jung, es wurde veröffentlicht 2021 und die räumliche Erweiterung, die gibt es seit April 2023, also nicht mal ein Jahr alt. Und das Ganze wurde entwickelt am CWI in den Niederlanden von Marc Rasfeld und Hannes Mühleisen, also es ist eine Arbeitsgruppe zum Thema Datenbanken im weitesten Sinne, oder also das ist der Überbegriff. Und diese Datenbank ist der ideale Anwendungsfall sind eben Analysen oder auch Konvertierung von Daten. Also das ist, hat einen besonderen Anwendungsfall. Die ganze Sache ist auch Open Source und unter der MIT-Lizenz veröffentlicht. DuckDB ist sehr einfach zu installieren. Man kann es einfach als eine Binary, als Executable runterladen für alle gängigen Betriebssysteme. Und ist dann ein benutzerfreundliches Kommandozeilenprogramm, das man einfach direkt starten kann und dann kann man direkt seine Daten reinladen und loslegen. Also man hat keinen großen Aufwand wie bei Postgres zum Beispiel, wenn man das starten möchte. Es gibt auch Bindings an gängige Programmiersprachen und da diese Datenbank eben entwickelt wurde mit dem Fokus auf Datenanalysen, sind auch gleich Python und R sind direkt angebunden. Und kann da benutzt werden, da gehe ich später nochmal genauer drauf ein. Ganz spannend ist, dass diese Datenbank auch nach WebAssembly kompiliert wird. Also man kann die sogar im Browser nutzen. Wenn man auf die Webseite von DuckDB geht, kann man auch so eine Beispielseite angucken, wo man dann direkt schon im Browser direkt loslegen kann und Sachen ausprobieren kann, was richtig cool ist. Es gibt ganz viele Erweiterungen, unter anderem eben eine Spatial-Erweiterung, die wir heute eben nochmal anschauen werden. Und die Abfragen, die funktionieren im ganz klassischen SQL. Allerdings gibt es auch noch ein paar moderne Erweiterungen, die wirklich sehr angenehm sind, wenn man so Datenanalysen macht. Zusätzlich ist die Datenbank einfach eine ganz normale Datei, die man einfach hin und her kopieren kann, an Kollegen weitergeben. Also das ist auch sehr einfach. Dann jetzt noch ein bisschen detaillierter, was ist DuckDB eigentlich? Es ist laut Webseite eine In-Process Analytical Database und In-Process heißt in dem Sinne, dass es nicht wie bei PostgreSQL so einen Client-Server gibt, sondern dass DuckDB im selben Prozess läuft wie der Client. Also beispielsweise kann R oder Python das eben einbinden und dann wird dann DuckDB ist dann der Datenprozessor, der dann im selben Programm läuft wie das Python eben selber. Dann ein großer Unterschied zu anderen Datenbanken, dem klassischen wie PostgreSQL, ist, dass die Daten intern spaltenweise abgelegt werden. Das macht eben Abfragen eben von ganz großen Datenmengen eben schneller. Das muss man sich jetzt so vorstellen, also nicht, dass wenn man die Tabellen anschaut, dass die dann irgendwie so gedreht sind, sondern dass intern ist es so, dass die Spalten, also erst werden alle die Spalten hat die Werte hingeschrieben und dann kommt die nächste Spalte und die nächste Spalte und wenn man zum Beispiel von einer Spalte den Mittelwert rechnen will, dann kann sich die Datenbank gleich diese ganze Spalte an sich nehmen und dann den Mittelwert durchrechnen, während bei diesen klassischen Datenbanken die ganzen Daten eben zeilenweise geschrieben sind, dann muss man erst durch alle Zeilen durchgehen und sich dann immer nur von dieser einen Spalte den Wert raussehen. Also das ist nur ganz grob vereinfacht, da gibt es natürlich noch
viel mehr Optimierungen und das war jetzt nur das Big Picture. Wer es genau wissen will, muss vielleicht noch jemanden, einen Datenbankler fragen, der das einem genau erklären kann. Dann Multithreading ist auf jeden Fall sofort supported. Scheinbar gab es da auch Berichte gleich von Usern, die dann sagen, ihr Laptop wird super heiß und es geht alles mörderschnell, weil also das DuckDB sich dann alle Kerne zieht, die so überhaupt nicht bekommen kann. Was spannend ist, man kann lokale Daten einbinden, also CSV-Dateien, JSON-Dateien, aber auch Remote-Dateien, die auf irgendwelchen anderen Servern oder irgendwelchen Cloud-Buckets rumliegen. Die DuckDB läuft mit relativ wenig Ressourcen, also kann auch auf ganz normalen Laptops laufen. Und was auch spannend ist, es ist nicht limitiert durch den Arbeitsspeicher. Das kennt man vielleicht, wer jetzt mit Python oder R irgendwelche Daten lädt und die Daten aber größer sind als der eigene Arbeitsspeicher, dann stürzt üblicherweise das Programm einfach ab. Während DuckDB natürlich auch seine Daten im Arbeitsspeicher hat, aber die Daten dann, wenn es zu viel wird, wieder einfach auf die Festplatte schreibt und das dann sozusagen als temporären Speicher weiter nutzt. Jetzt noch so ein genereller Vergleich zu Datenbanken, und zwar, es gibt mehrere Kategorien, wenn man so will. Einmal sind es die OLTP hier, also das sind so Transactional Datenbanken, und OLAP, also Analytical Datenbanken, ist nur ganz grob, dass diese Analytical Datenbanken sind eben dafür ausgelegt, eher zu analysieren, Daten, große Datenmengen rauszuziehen, und diese Transactional Datenbanken sind eher dafür optimiert, halt viele Transaktionen zu ermöglichen. Das sind jetzt diese eine Unterscheidung, und dann gibt es eben noch die Unterscheidung zwischen In-Process-Datenbank und Client-Server, und Client-Server ist PostgreSQL zum Beispiel, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch. In-Process sind eben so dateibasierte Datenbanken, wie zum Beispiel SQLite, was auch wahrscheinlich die meisten von euch, also hat auf jeden Fall jeder von euch schon benutzt, bewusst oder unbewusst. Und was es bis jetzt eben nicht gab, ist eben die Kombination, quasi eine analytisch optimierte Datenbank, die aber auch in Process läuft und das quasi diese Lücke, dieses DuckDB füllt. Jetzt zeige ich noch ein paar Vergleiche zu anderen Programmen und Datenbanken, um nochmal die Unterschiede ein bisschen herauszuarbeiten. Und zwar PostgreSQL ist natürlich für extrem viele Sachen super gut geeignet, und ich hatte auch schon früher ein großes Datenprojekt, wo ich dann irgendwann mit Pandas und Python nicht mehr weitergekommen bin, und dann habe ich das alles in Postgres geladen, was dann auch schlussendlich geklappt hat, aber ich fand es eben super aufwendig, weil damals mit Docker wusste ich noch nicht genau, wie das funktioniert, und musste dann erst Postgres selber installieren, und dann musste man einen eigenen User machen und hat wieder einen eigenen Port, und das ist eigentlich, ich will ja nur eigentlich lokale Daten, die ich auf meinem eigenen Rechner habe, irgendwie analysieren, und ich weiß gar nicht, was ich mit diesem ganzen Port und User und so machen will, und das ist halt für manche so Datenanalysen ein großer Overhead, obwohl es natürlich funktioniert. Und da ist eben DuckDB halt viel angenehmer, wenn man einfach nur mit SQL große Datenmengen auf dem eigenen Laptop analysieren will, ist das eben super geeignet. Was aber DuckDB zum Beispiel nicht hat, ist, dass man mehrere User hat oder ein rechte Rollenkonzept. Das ist natürlich, was bei Postgres noch da ist und was man auch braucht. Also wer jetzt Postgres-Fan ist wie ich, der braucht jetzt keine Angst haben. Also DuckDB wird auf keinen Fall jetzt irgendwie ein Competitor werden oder so eine Konkurrenz zu PostgreSQL, aber es gibt manche Teilbereiche, wo man dann vielleicht, wenn man nur Analysen machen will auf seinem eigenen Laptop, dann kann man DuckDB zum Beispiel eher nehmen. Und sonst, PostgreSQL hat natürlich die PostGIS-Erweiterung, wo immer noch eigentlich so der Goldstandard ist, wenn es jetzt irgendwie um geometrische Operationen gibt, und da hat DuckDB hat es zwar auch ein paar, aber bei weitem noch nicht so viele wie PostGIS, und PostgreSQL, das hat natürlich noch eine riesengroße Unterstützung bei ganz vielen Programmen, die jetzt eben DuckDB noch nicht hat. Dann ein anderes Tool, das Ähnlichkeiten besitzt, ist OGR to OGR aus der GDAL-Suite, also das Werkzeug, um Vektordaten zu transferieren. Also es ist keine Datenbank, sondern eher ein Prozessierungswerkzeug, hat aber viele Ähnlichkeiten zu DuckDB. Man kann eben viele Daten einlesen und auslesen, man kann verschiedene Operationen damit durchführen. Allerdings ist es ein bisschen schwieriger zu installieren, zumindest halt, wenn man die ganz aktuelle Version haben will. Ist nicht so ganz einfach, und auch der Syntax fand ich relativ unintuitiv. Man muss sich, wenn man ein bisschen reinkommt, dann geht's schon. Aber ja, DuckDB ist da eben viel einfacher, und GDAL OGR ist eben ganz schon super lang etabliert und battle-tested. Also da kann man sich sicher sein, dass da an sich, was da in der Dokumentation steht, auch meistens funktioniert. Also, wobei manche kleine Datenoperationen könnten wir jetzt eben auch mit DuckDB machen. Dann SQLite hat jeder von euch schon benutzt. Es gibt ja noch GeoPackage, das ist eben auch so eine SQLite-Datenbank in einer gewissen Struktur für Geodaten. Damit kann man auch ein paar Abfragen machen, ist aber eben nicht so performant dafür.
ist sehr flexibel und erweiterbar, was auch ganz praktisch ist und ist in manchen Bereichen auf jeden Fall auch besser geeignet, also auch super geeignet für manche Sachen, aber wenn es halt viele Analysen geht mit vielen Datenmengen, dann ist es eben nicht mehr so ideal. Dann, wo ich vorher schon drauf eingegangen bin, es gibt eben, wenn man so Data Frames hat, die kann man typischerweise mit Pandas, Python Pandas oder R verarbeiten. Das funktioniert eben auch, aber man ist eben an den Zwischenspeicher gebunden. Und man kann nur so viele Daten verarbeiten, wie reinpassen. Und die Abfragen sind vergleichsweise ineffizient, zumindest was ich aus der DuckDB-Dokumentation gehört habe, dass das DuckDB wesentlich schneller kann. Und das Interessante ist, dass DuckDB selber jetzt als Bibliothek eingebunden werden kann und dann auch als Input-Daten diese Data-Frames lesen kann. Und dann quasi die Prozessierungspower von DuckDB dann direkt auf diese Data-Frames angewendet werden kann. Habe ich zwar noch nicht probiert, aber soll scheinbar ganz gut funktionieren. Dann, es gibt modernes SQL, das fand ich richtig cool, als ich das entdeckt habe. Und zwar, wenn man so Datenanalysen macht, macht man ganz oft Select Sternchen from my table. Das geht natürlich, wenn die Tables nicht so riesengroß sind. Und was jetzt sehr spannend ist, man kann jetzt bei DuckDB einfach nur from my table machen und kriegt dann auch die ganzen Daten rausgegeben. Das hört sich jetzt wie eine Kleinigkeit an, aber wenn man jetzt eben viel rumspielt und Daten anguckt, dann ist das wirklich sehr komfortabel. Gibt es hier sowas wie describe my table, dann kriegt man einfach eine schöne Übersicht über die Datenstruktur von dem Table. Und was ich auch ein richtig cooles Feature finde, was ich auch schon sehr oft vermisst habe, ist, wenn man von einer Tabelle wenn man sagt, man hat eine Tabelle mit 19 Spalten oder in die 20 Spalten und ich möchte nur 19 davon haben, eine möchte ich nicht haben, dann musste man bis jetzt bei PostgreSQL wirklich sagen Select und dann alle 19 Spalten auflisten und dann von dieser Tabelle. Und jetzt bei DuckDB kannst du sagen, ich möchte alle haben bis auf diese eine, und das ist, finde ich, schon richtig cool, dass das geht und ist gerade für diese ganzen Data Science Sachen auch richtig angenehm. Und Import und Export ist auch sehr einfach, das zeige ich auch nochmal im Detail. Ich kann jetzt hier einfach sagen, erstelle eine Tabelle mit von einer CSV-Datei, und die CSV-Datei muss natürlich da im Dateisystem liegen und die wird dann eben sofort eingelesen und in eine Tabelle reingeschrieben. Dann, wo werden die Daten überhaupt gespeichert? Wenn man nichts angibt, dann hat DuckDB erstellt eine Datenbank, die einfach im Zwischenspeicher lebt. Aber man kann auch eine Datenbank erstellen, die einfach lokal auf einer S-Datei irgendwo rumliegt. Das mache ich einfach mit DuckDB, Dateiname, und dann wird die erstellt, oder beziehungsweise wenn es die Datei schon gibt, dann wird sie geöffnet. Und ich kann da meine Daten reinspeichern, die bleiben dann auch drin. Was ich auch machen kann, ich kann auch Views speichern, die dann externe Daten referenzieren. Und die müssen halt dann vorhanden sein, die Daten, und dann kann ich die später auch nochmal abfragen. Ich kann damit auch jetzt irgendwelche 100 Gigabyte Dateien auf irgendwelchen Web-Storages referenzieren und die dann als View speichern und später wieder aufrufen. Also das ist auch möglich. Dann als Input-Daten von Haus aus sind direkt schon gängige Datentypen supported, wie zum Beispiel CSV, Parquet-Files, auf die ich gleich nochmal eingehe, JSON-File. Es gibt mittlerweile auch PostgreSQL, MySQL und SQLite-Verknüpfung. Klassische Textdateien kann man einlesen und auch Geodatenformate können jetzt auch über diese räumliche Erweiterung eingelesen werden. Jetzt schauen wir uns erstmal CSV an. Und was wirklich super angenehm ist, man kann CSV-Dateien direkt abfragen. Also die CSV-Datei muss einfach in demselben Ordner liegen wie jetzt meine Binary, wie ich eben gestartet habe, und kann dann direkt alle möglichen SQL-Abfragen machen. Ich kann auch Tabellen direkt erstellen, und was sehr angenehm ist, dass DuckDB hat eine Möglichkeit, die Datentypen dieser CSV-Datei direkt zu erkennen, und das habe ich auch schon probiert und es hat wirklich funktioniert. Ich war echt sehr begeistert, dass ich dann direkt erkenne, das sind jetzt irgendwie Zahlen oder Strings oder was auch immer. Und also wer schon mal versucht hat, in PostgreSQL eine CSV-Datei reinzuladen, das geht irgendwie schon dann am Schluss, aber es ist immer ein bisschen aufwendig, also das ist da wesentlich angenehmer. Dann Parquet-Files, das ist vielleicht noch ein kurzer Exkurs, das ist in dieser Data Science-Welt jetzt auch so ein de facto Standard geworden, um eben so Data Frame-Daten abzulegen. Das ist eben auch spaltenbasiert, dass man eben Abfragen schneller machen kann. Und hat auch den großen Vorteil, dass es eben so selektiv lesbar ist. Man kann meinetwegen eine 100 Gigabyte Parquet-Datei auf irgendeinen Webserver legen und kann dann Abfragen drauf machen, und wenn die Struktur eben bekannt ist, werden dann eben nur die Teile von der Datei runtergeladen, die man auch braucht, und nicht diese ganzen 100 Gigabyte. Das ist auch super spannend. Es gibt auch eine Geoparquet-Erweiterung, die allerdings von DuckDB noch nicht unterstützt wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann kommen wird.
Dann schauen wir uns noch den Datenexport an. Und zwar funktioniert das ähnlich wie ein Import. Ich kann einfach sagen, die Tabelle Places kopiere es mir in eine CSV-Datei und schon ist es fertig. Und ich kann auch sagen JSON oder Parquet und es funktioniert einfach. Also sehr, sehr angenehm. Als nächstes DuckDB Spatial. Also das ist sehr neu, also wie gesagt nicht mal ein Jahr alt. Basiert auf GDAL für die ganzen Dateiformate zum Einlesen, auf EGEOS, das die Bibliothek, um die ganzen Geometrieoperationen zu machen, und Proj, um die Projektionen zu machen. Teilweise hat sie aber auch, wurden auch schon manche Algorithmen selber implementiert auf, auf so eine Art und Weise, dass DuckDB die schneller eben ausführen kann auf die, eigenen, die eigene Art und Weise, wie es eben arbeitet. Aber die meisten gängigen Funktionen sind eben schon, oder es sind viele Funktionen schon möglich. Allerdings fehlen auch noch ein paar entscheidende Sachen. Zum Beispiel, es gibt noch keinen räumlichen Index. Das kann dann eben manche Abfragen dann doch wieder langsamer machen, wobei DuckDB selber halt ziemlich schnell ist, sodass das für viele Sachen jetzt gar nicht unbedingt ins Gewicht fällt. Dann, es gibt keine Z- und M-Werte, das sind aber auch Features, die meisten Leute nicht so oft benutzen. Also Z-Werte werden oft für Höhen benutzt oder M-Werte für Zeiteinheiten oder andere Werte. Sonst ist, momentan gehen auch nur so Distanzen können erstmal nur auf einer ganz normalen 2D-Ebene berechnet werden und keine geografischen Distanzen. Und wenn man eine Geometriespalte erstellt, dann weiß die Geometriespalte erstmal nicht, welche Projektion sie hat. Das heißt, man muss sich das selber irgendwie merken. Bei Postgres geht es eben schon, dass die Spalte dann weiß, welche Projektion sie hat. Und ich habe jetzt auch mal versucht, einige Daten einzubinden. Das hat jetzt auch für gängige Daten schon geklappt. Für manche hat es noch nicht so gut geklappt mit einer kryptischen Fehlermeldung. Also ich glaube, da gibt es sicher noch, also es gibt sicher noch einige Ecken und Kanten, die jetzt dann wahrscheinlich in den nächsten Monaten, Jahren irgendwie noch langsam dann gelöst werden. Aber es gibt auf jeden Fall noch Pläne, das noch weiter zu verbessern. Jetzt habe ich noch ein kleines Beispiel vorbereitet. Und zwar wollen wir einfach, wir haben jetzt Ländergrenzen und Flughäfen. Und wir wollen jetzt einfach rausfinden, welche Länder die meisten Flughäfen haben oder sortiert. Und da habe ich jetzt diese Abfrage hier, also jetzt nicht erschrecken, so kompliziert ist es gar nicht, wie es aussieht. Man muss sich da von innen nach außen vorarbeiten. Und zwar haben wir von innen erstmal eine Select-Abfrage. Und zwar lesen wir von einem Geo-Package einen bestimmten Layer aus. Und zwar nur den Namen vom Flughafen und das Land. Dann joinen wir das auf einen Shapefile, wo die Länder drin sind. Und zwar sagen wir, wir wollen das joinen, dass der Flughafen soll innerhalb dieses Landes sein. Und dann bekomme ich eben eine Tabelle mit Flughafenname und Land. Und dann als nächstes die äußere Abfrage, die nimmt dann die Länder und schaut den Ländername und schaut, wie viele Flughafeneinträge es gibt. Und dann werden die sortiert nach werden die gruppiert nach dem Ländernamen und sortiert nach dem Count, und dann kriege ich hier auf der rechten Seite raus, welche Länder jetzt die meisten Flughäfen in meinem Datensatz haben. Also jetzt nur so ein konstruiertes Beispiel, aber nur um zu zeigen, dass es geht. Und das, was ich eben jetzt cool finde, dass man da das eigentlich auch direkt im Process ausführen kann. Das heißt, das wird direkt aus Geopackage rausgelesen, wird direkt aus Shapefile rausgelesen und dann direkt wieder in CSV reingeschrieben. Das heißt, ich muss da nie irgendwie statisch irgendwelche Daten vorhalten. Und das ist eben ein ganz cooles Beispiel, wie ich fand. Dann zu guter Letzt gibt es noch ein Plugin, das von der Firma Auslandia entwickelt wurde. Das erlaubt erstmal aber nur lesenden Zugriff auf DuckDB. Es sind noch weitere Features geplant. Ich habe es tatsächlich noch nicht versucht zu starten. Aber vielleicht, wenn es interessiert, kann es mal ausprobieren. Da gibt es einen guten Blog-Eintrag, den ich da verlinkt habe. Und der Source-Code ist natürlich auch Open Source. Zu guter Letzt noch ein paar Links. Also die Dokumentation ist wirklich sehr gut. Ich habe hier jetzt auch nochmal diesen Playground verlinkt, wo man auch dann diese DuckDB direkt im Browser ausprobieren kann. Und es gibt tatsächlich zwei Blogger, die sehr viele gute Sachen schreiben, einmal dieser Chris Holmes und Mark Litwinczyk, haben beide schon richtig viele Use Cases geschrieben, die man gerne mal anschauen kann. Von Paul Ramsey gibt es auch einen guten Blogpost dazu, der das so ein bisschen mit Postgres vergleicht, und da gibt es auch schon das erste Paket, das OSM-Daten importiert. Also es ist, habe ich so das Gefühl, das ist gerade ein relativ wachsendes
Ökosystem und noch recht jung, aber ich denke, das wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten, Jahren noch mehr davon hören. Und ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Jakob, für den interessanten Vortrag. Ja. Ich kann zufälligerweise beisteuern, dass der räumliche Index gerade in Entwicklung ist. Ah, okay. Und das wird nicht mehr so lange dauern. Ich muss von Arbeit her gerade damit arbeiten. Ah ja. Gibt's schon mal eine Frage? Das SQL, das du präsentiert hast, Jakob, muss ich mir das so vorstellen, das setze ich einfach in der Kommandozeile so ab, schreibe ich so rein, oder muss das irgendwie noch in den Wrapper oder wie... Ja. Wie geht das genau? Also ich habe es jetzt so gemacht, dass ich einfach in der Kommandozeile DuckDB aufgerufen habe. Dann habe ich dann so eine DuckDB-Shell und dann paste ich dieses SQL rein. Und dann geht's. Wobei es auch sicher geht, dass man dieses SQL einfach als Textdatei einfach wo hat und dann sagt DuckDB minus C Textdatei. Ich weiß nicht genau den Parameter, aber so. Und dann funktioniert das auch, ja. Ich hätte noch die Frage, ob ich genauso wie ich in eine CSV-Datei reinschreiben kann, auch wieder eine Datenbank zurückschreiben kann, so nach PostgreSQL zum Beispiel. Geht meines Wissens schon. Ich habe es selber noch nicht getestet, aber das ist auch ganz frisch. Also ich glaube, seit 3 Monaten gibt es jetzt eben nativen Support für PostgreSQL, MySQL und SQLite. Also da gab es tatsächlich, ich glaube, Pirmin Kalber hat das, da gab es einen Blogpost über PostgreSQL, kann das sein, dass du da was geschrieben hast? Also ich glaube, wenn Fragen an die, ja, er hat da, glaube ich, mehr Erfahrung, also, ja. Weitere Fragen? Ja, meine Frage wäre, hat DuckDB auch eine automatische Erkennung von Character Encoding oder wenn nein, kann man das irgendwie steuern oder parametrisieren? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Hier vorne noch eine Frage. Ja, jetzt in dem Beispiel, da war ja aus CSV und Spatial Package kombiniert, abgefragt und ja. Das geht aber auch mit Datenbanken. Also, dass man jetzt verschiedene Datenbanken als Quelle nimmt, dass man sozusagen datenbankübergreifend Selects ausführen könnte. Ja, sollte gehen. Ich habe es selber noch nicht getestet, aber sollte komplett so gehen, ja. Okay. Ja. Noch eine Frage aus dem Publikum? Dann recht herzlichen Dank nochmal. Danke.